Das ist das Original. Die Münchner Wiesen zum 186. Mal das Oktoberfest, Festzelte und Fahrgeschäfte. Schunkeln, feiern, trinken, essen. Gut zwei Wochen lang. Da klingeln die Kassen. Wir haben es 2014 mal untersuchen lassen. Sind damals auf 1,23 Milliarden gekommen, die unmittelbar durch das Oktoberfest veranlasst sind. Heute 2019 dürften wir wahrscheinlich über 1,5 bis 2 Milliarden sprechen. Also schon eine ganz große Auswirkung für die Stadt. Bayern-Feeling gibt es mittlerweile auch bei jeder Menge Kopien des Oktoberfests, die nicht in München stattfinden, wie hier in Solingen. Rheinländer in Trachten nicht nur im Karneval verkleiden und feiern. Das begeistert immer mehr Menschen mehrmals im Jahr. Und die Veranstalter reiben sich die Hände und verdienen an Oktoberfesten überall. Es ist eine Traditionsveranstaltung, wo Identifikation hintersteckt, wo Begegnung hintersteckt, wo das Thema Community eine Rolle steckt. Das Zweite ist, was dahinter steckt, das ist eine große Marke. Und damit verbunden ist ein Wirtschaftsfaktor. Das heißt, man kann mit dieser Marke Geld verdienen. Und zwar nicht nur in Deutschland. Bis nach China ist das Oktoberfest vorgedrungen als einer der erfolgreichsten deutschen Exportartikel neben Autos und Maschinen.